Herren willkommen. Große Zeit der Jahresrückblicke. Wenn Sie auf dieses Jahr 2010 zurückblicken, war das nicht Ihr Jahr? Mit einem Satz, das war mein Jahr, auf jeden Fall. Es hat sich so viel verändert im Positiven. Ich habe unheimlich viel gearbeitet, viele, viele schöne Sachen gemacht. Bin endlich wieder in meiner Stadt angekommen, in Berlin. Ja, und den Rest hat man mir hier schon vorneweg weggenommen. Was denn? Ja, alles war ja so ein kleiner Querschnitt durch mein Leben. Was sind so die drei großen Highlights in diesem Jahr gewesen noch für Sie? Also Tatort läuft unglaublich erfolgreich. Jetzt am Sonntag sehen wir Sie wieder. Apropos, und der Computer, der wird am Sonntag nicht 20.30 Uhr zugeklappt, sondern 20.15 Uhr. Ja. Ich bin 21.45 Uhr offen geblieben, weil ich in einem Bildungshaus war und per WLAN einen ganzen Tatort geguckt habe. Ah. Ja, darüber kennen Sie jetzt als Eva Saalfeld viele. Man darf ja nie darüber viel verraten, was am Sonntag kommt. Aber ich habe gehört, Sie verlieben sich. Ja, verlieben, wir mal gucken, ob das verlieben wird. Also auf jeden Fall hat Eva Saalfeld mal mit dem männlichen Geschlecht weit über den Beruf hinaus zu tun. Und es kommt zu einem kleinen Flirt. Ich denke, dass es, wenn für die Figur schön oder interessant ist, wenn mein Partner damit irgendwie sich verhalten muss. Ja? Also wenn Kepler auf einmal anfängt, Animositäten zu zeigen oder zu gucken, wieso, was hat der, was ich nicht habe. Oder was auch immer so. Ich glaube, dann ist es spannend, ob nun Eva einen Freund hat oder einen Geliebten oder einmal in der Woche Sex oder zweimal. Ich glaube, das ist relativ uninteressant. Also kommt ja auch nur einmal. Ja, diesmal nur einmal. 2015, aber da hat keiner seine Augen woanders außer auf dem Bildschirm. Es ist ja für viele wirklich so ein Ritual. Mhm. Also früher durfte man bei uns zu Hause nicht während der Tagesschau anrufen, aber bei vielen Leuten ist das so, 2015 am Sonntag darf man auch nicht anrufen, weil da ist klar, da ist Tatortzeit. Haben Sie selber so Rituale? Laden Sie Freundinnen ein? Bei den ersten habe ich das gemacht, auf jeden Fall. Da war auch eine große Aufregung. Immerhin haben meine Vorgänger das Ganze 17 Jahre gemacht. Und da war man natürlich gespannt, wie nimmt das Publikum einen an. Und man kann ja Kepler und mich nicht mit Sodann und Lade vergleichen und so. Und da gibt es natürlich auch Leute, die man sich erst mal erkämpfen musste. Ja. Und inzwischen ist es... Ja, man ist natürlich immer gespannt. Wir sind alle nicht frei von diesen Quoten, das weißt du. Und auf der anderen Seite interessieren mich eigentlich immer, ob die Filme gut geworden sind, ob die Fälle spannend erzählt sind. Und so, das ist für mich als Schauspielerin das Wichtige. Und in Martin Wuttke haben Sie auch wirklich einen der brillantesten deutschen Schauspieler großartig. Überhaupt. Großartig. Ja, und der ist auch nicht nur ein großartiger Schauspieler, er ist auch ein großartiger Kollege. Für einen Ausstieg aus dem Ausschnitt. Was? Ein schlechter Satz für einen Ausstieg aus so einem Ausschnitt. Das war ein pauschaler Vor Satz. Allen Dingen ist es gemein, weil die wirkliche Pointe war ja, dass er dann noch sagt, ja, die wissen eben nicht, was gut sind. Und dann sage ich zu ihm, soll ich ihm die Telefonnummer meiner Mutter geben? Und das Wir wollten nicht zu viel Film gucken, sondern vor allen Dingen Zeit haben, mit Ihnen zu sprechen. Denn dass nur Männer sich für jüngere Partner interessieren, ist ja auch ein Pauschalurteil, oder? Warum fragen Sie mich das? Ich meine nur, weil Liz Taylor sagte mal, jede Frau sollte einen jüngeren Freund haben. Er weiß nicht, was er tut, aber er tut es die ganze Nacht. War das Liz Taylor? Hat Liz Taylor gesagt. War das nicht Madonna? Was sagen Sie denn? Ach, ich sag dazu gar nichts. Weil es ist für mich, ich meine, man weiß, mit wem ich meine Beziehung vor über einem Jahr beendet habe. Also für mich spielt Alter keine Rolle, ob das nun nach oben geht oder nach unten. Und ich denke, dieser Aufschrei in der Gesellschaft ist auch fragwürdig. Wenn Männer das machen oder, was weiß ich, eine Beziehung haben mit, und wenn sich eine Frau dann eben mal dazu entschließt oder gar nicht entschließt, sondern dass das passiert, dass man einem Menschen begegnet, der eben jünger ist und mit ihm glücklich ist, dann ist es was ganz, weiß ich nicht, es war unheimlich, es hat alle sehr beschäftigt. Nur uns nicht. Dann soll es uns auch nicht weiter beschäftigen. Jeder ist so alt, wie er sich anfühlt. Absolut. Ja, das stimmt. Das macht alles andere relativ. Ja, ich beim Thema Jünger können wir ja auch noch mal auf Bruder Paulus kommen. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie wären gerne mal einen Monat lang Papst, um sich um zu wissen, wie sich das anfühlt. Das habe ich gesagt? Ja. Ich habe mich vorbereitet auf die Sendung. Wann war das denn? Wann Soll ich Ihnen das zeigen?
Das haben Sie gesagt im Interview mit 2010 im Februar. Das ist schon zu lange her. Ich habe eine ganz andere Sichtweise jetzt auf die Dinge. Fragen Sie mich nicht von Sachen, die ich vor einem Jahr gesagt habe. Das ist nee, aber interessiert Sie dieses Thema? Wir haben vorhin über Schenken gesprochen, haben Sie so kurz gesagt, was heißt, Mensch, dann bin mich, ich auch Jesus. Nein, was interessiert mich dieses Thema? Wahrscheinlich wollte ich irgendwas Kluges sagen. Es ist halt einfach, ich bin nun in der DDR groß geworden, ich bin nicht mit Gott groß geworden, mit diesem ganzen Glauben, nicht mit Kirche und allem drum und dran. Und natürlich beschäftigt es einen, ja. Also als ich mit meiner Tochter neulich mal in Rom war und in einer wunderschönen Kirche waren und was habe ich gemacht? Die Kerzen halten im Kopf durchgegangen, wer, an wen musst du alles denken? Die angemacht, meine Tochter guckte mich an und sagte, Mama, wieso, was machst denn du hier? Und ich guckte nur nach oben und sagte zu ihr, man kann ja nie wissen. Und das beschäftigt einen natürlich. Auch die Frage, wie gehe ich da mit Verlust um, mit Tod. Ja? Ich glaube, wenn man einen Glauben hat, der einen da irgendwie ein bisschen Hoffnung gibt, dass es irgendwie ein Leben danach gibt oder egal wo und wie, auf welcher Ebene man sich wieder begegnet oder auch einfach der... Die Tatsache, dass wir, wenn wir nicht mehr sind, Energie bleibt und die nicht verbrannt werden kann und so. Also da muss schon noch was sein. Und was es ist, das weiß ich ja nicht, aber es beschäftigt mich. Deswegen. Schön, dass wir mal eine ganz andere Seite von Ihnen kennenlernen können. Weil tatsächlich sagen ja viele, sagen, es geht eigentlich um eine Form von Liebe, die nicht an der materiellen Substanz hängt. Wir haben am Heiligen Abend sehr viele Menschen, die Suchende sind bei uns in den Christenmetten und in den Kirchen. Ist ja ganz frappant. Und wir sehen, die Zahlen steigen von wegen Quote. Also man muss es wirklich so sagen, dass es immer mehr werden. Und meine Sorge ist, erstens werden sie genügend gut empfangen. Dass da nicht so eine Stimmung verbreitet wird, wie ihr kommt nur einmal im Jahr, dann wollen wir es euch mal zeigen. So. Und das Zweite ist, und das habe ich bin so dankbar, dass ich 6 Jahre in Thüringen gelebt habe. Also wirklich mit Menschen gelebt habe, von denen ich so viel gelernt habe, mich selber und meinen Glauben kennenzulernen. Darum, ich brauche Menschen wie Sie, ich brauche Menschen, die aus einer ganz anderen Erfahrung kommen, damit wir unser barockes Rokoko-Gehabe, das wir manchmal so in Kirchens haben, dass wir das ganz schnell vergessen, um zu Menschen zu werden, die heute die Botschaft sagen, damit sie verstehen können. Ja. Ja, interessant, ob das Kai Pflaume genau wie Sie übrigens finde ich, diese Parallele hier. Weil von wegen einer DDR aufgewachsen, geht dir das genauso, dass du das Gefühl hast, dieser religiöse Teil, der ist einfach, der fehlt, weil du so nicht geprägt worden bist? Doch, ich bin so geprägt worden. Also ich bin sowohl getauft als auch konfirmiert. Also ich bin christlich erzogen worden in der DDR. Das war aber eher die Ausnahme. Ja. Also eine christliche Erziehung in der DDR war eine Form der Auflehnung. Und das war sicherlich der kleinere Teil. Aber unsere Eltern haben uns sehr frei erzogen und eben auch christlich. Wir sind auch in der DDR in die Kirche gegangen. Die Kirchen waren ja dann auch der Hort und der Ursprung auch der friedlichen Revolution. Ja, und das war sicherlich kein Zufall, denn dort haben sich die freidenkenden Menschen getroffen, haben sich ausgetauscht. Simone Thomala, Sie haben auch mal gesagt, dass dieses Jahr schon so gut gelaufen ist, dass Sie eigentlich nur auf einen großen Rückschlag warten. Es gibt ja viele Leute, die haben so das Gefühl, das Leben ist ein Nullsummenspiel. Alles, was einem an Positivem geschenkt wird, muss man irgendwann auch wieder büßen. Kann es nicht auch sein, dass man tatsächlich beschenkt wird ohne Strafe? Ach, ganz, ganz sicher. Aber ich denke, dass das Jahr, was ich jetzt erleben durfte, schon ein extremes Jahr war. Und ich möchte auch nicht auf diesem extremen Level unbedingt jedes Jahr weiter arbeiten und leben, weil ich glaube, das würde auch mich ein bisschen überfordern. Und ich meine auch gar nicht jetzt irgendwie, ja, aber es ist halt, wenn man so sagt, man ist so glücklich, man ist beruflich so glücklich und man ist privat so glücklich, dann hat man doch schon irgendwie, wahrscheinlich ist der Mensch so gepolt im Nacken irgendwie, oh Gott, hoffentlich kommt der Hammer. Kommt nicht der Hammer, ja. Ob das nun, das muss ja gar nicht einen selber betreffen. Es kann ja auch sein, dass in der Familie was passiert, irgendwie Krankheiten oder so. Ja, meinem Vater ging es dieses Jahr nicht gut und da habe ich gedacht, naja, fängt schon an und so, ne, und das sind so die Dinge. Sind Sie eher so ein grüblerischer, pessimistischer Mensch hinterher? Ich bin nicht pessimistisch, aber ich bin schon grüblerisch, ja. Also das, was man nach außen mir immer nicht zutraut, das bin ich eigentlich, ja. Ich kann schon sehr, sehr extrovertiert, sehr fröhlich. Ich bin auch ein sehr fröhlicher Mensch, aber wahrscheinlich hängt das auch sehr zusammen, dass wenn man die Extreme in der einen Richtung, dass man die auch in die andere Richtung hat. Ja? Also wenn ich jetzt immer nur die wäre, die man hinter der Simone Thomala erwartet, ich glaube, das wäre
ein bisschen anstrengend. Das wäre mir selber auch zu anstrengend. Also ich brauche meine Ruhezeiten und die habe ich auch und ich hinterfrage sehr viel. Ja, und das ist eben, dass dann manchmal bei mir nicht das Glas halb voll ist, sondern halb leer. Das gebe ich zu. Und Sie haben aber auch in diesem Jahr eine ganz andere Seite gezeigt, die eher so Richtung John Neumeier geht, Ihren Körper sprechen lassen, ohne viel Worte. Ich halte das jetzt mal so, dass Bruder Paulus... Ich halte das mal so, dass Bruder Paulus das nicht sehen kann. Wieso soll ich das ja nicht sehen? Ich bin barock gewohnt. Also, ein Freibad. Warum war es Ihnen so wichtig, diese Fotos zu machen? Das war mir nicht so wichtig. Es war einfach, ich sag mal, dieses Angebot kam ja schon viele, viele, viele Jahre vorher. Und da war nie der Zeitpunkt und da war auch nie das Bedürfnis, das zu tun. Und ich denke, man sollte sowieso, wenn man sich zu solchen Sachen entscheidet, mehr aus sich selber, aus dem Spaßfaktor, habe ich Lust darauf. Wenn ich Lust darauf habe, dann mache ich das und dann mache ich das auch so gut, wie ich es kann. Es hätte mich nicht wegen irgendeiner Gage oder wegen irgendetwas, hätte man mich nicht dazu bekommen, mich für den Playboy auszuziehen. Es gab auch äußere Umstände, meine Tochter ging noch zur Schule und so weiter. Ich wollte nicht, dass man auf dem Schulhof schreit, hey, deine Mama hier, guck mal oder so, da hatte ich eine Verantwortung. Die habe ich immer noch gewissen Menschen gegenüber, aber trotzdem war es so, dass ich das frei entscheiden konnte. Und ich habe mir das okay auch geben lassen von meinen mir wichtigen Menschen. Und ich hatte einfach Lust darauf, auch in der heutigen Zeit zu zeigen, nur weil du halt die Vier davor hast, musst du dich nicht gleich hinterm Gartenzaun verstecken oder im Schrank einsperren, sondern es geht auch mit über 40 Jahren. Hat sie übrigens ganz tolle Fotos. Nee, das sind ja ganz tolle Fotos. Man hat ja so ein bisschen Eindruck davon bekommen. Was mich mal interessiert, weil Sie gerade so eine Andeutung gemacht haben, wenn man sich solche Fotos anguckt, muss man dafür auch schon wieder beichten oder ist das erlaubt? Das wäre für mich, das ist eine Frage, die ich mir öfter stelle. Ich glaube, dass es Motive gibt, sich diese Zeitschrift zu kaufen, die tatsächlich Ehebruch sind. Also ich glaube, dass manche Männer den Playboy zwar anschauen, aber es nie ihrer Frau sagen würden, mit gutem Grund. Und von daher glaube ich, dass das Anschauen dieser Bilder schon von Motiven genährt sein kann, die tatsächlich einer Liebe nicht guttun, die man hat zu einem lieben Menschen. Aber die Bilder zeigen auch, dass ein Körper nicht nur ein Instrument, sondern auch eine Waffe sein kann. Das sind auf jeden Fall super Bilder geworden. Können wir einmal den Sack drüber reichen? Könnt ihr mal. Ja, klar. Nachdem Kai Ihnen schon so ein großes Kompliment gemacht hat und ein Geschenk hier, noch ein Geschenk für Sie. Ich nehme mal was glitzert. Oh. Deswegen das Glimmer geht immer. Was ist das denn? Das ist von uns, ne? Oh, gib mal her. Kannst du mir mal geben, das ist von mir. Was ist das? Wir müssen dazu was sagen. Also. Wie sachlich ist das? Das ist alles. Das ist jetzt mit dem Thema Playboy ein bisschen missverständlich. Das sind unsere neuen Schlagstücke. Wir hatten ja bei Stuttgart 21 ein paar Probleme. Ne? So Demonstranten haben sich sehr beschwert und deshalb sind die ein bisschen weicher dieses Jahr. Und weil die ganzen Umweltschützer da keinen Bahnhof hingebaut haben wollen, musst du nur so machen, dann sagen die, oh, Ente brütet, demonstrieren wir woanders. Und jetzt ich nur so ich bin sehr gespannt, wenn du das morgen am Flughafen auspackst. Die Ehrenkommissarin der sächsischen Polizei, Simone Tomalla.